Als alles zwischen beiden schon in Scherben lag, schrieb Ingeborg Bachmann an Max Frisch. Lieber Max, ich will alle meine Briefe zurück. Ich bitte um rasche Rücksendung aller Papiere, damit die Tortur ein Ende hat. Nie sollte über die Briefe dieser tragischen Liebesbeziehung gesprochen werden. Das zumindest war ausdrücklicher Wunsch von Ingeborg Bachmann. Sie hat Frischs Briefe wohl vernichtet, während er ihre aufbewahrt hat. Zürich, 5. April 2011, 20 Jahre nach Max Frischs Tod. Die Briefe aus seinem Besitz werden freigegeben. Dem Safe einer Schweizer Großbank darf der Literaturwissenschaftler Thomas Sträßler eine Schachtel entnehmen. Eine Bombe sozusagen. Die Brieforiginale von Bachmann, die Durchschläge von Max Frisch. Dokumente eines Liebeskriegs. Die Beziehung zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch war die legendärste Beziehung, Liebesbeziehung der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Man wusste einiges, es gab sehr viele Gerüchte schon während der Beziehung selber, aber natürlich dann auch später. Es gab immer die Erzählung, Max Frisch habe Ingeborg Bachmann ins Verderben geführt. Dann war natürlich die Spannung sehr groß, was denn tatsächlich jetzt in diesen Briefen drinsteht, dass diese Briefe uns erzählen über den Ablauf und das Ende dieser Beziehung. Dringlichkeit haben sie, von den ersten Zeilen an. Frisch macht Bachmann Komplimente für ein Hörspiel. Sie schreibt zurück, fast invasiv, per Express, wünscht sich ein Treffen, will 2-3 Tage Zwischenstationen Zürich anlegen. Da haben die beiden sich noch nie gesehen. Etwas später, nach der ersten Liebesnacht in Paris, hämmert der Schweizer in die Tasten. Du trittst in mein Leben, Ingeborg, wie ein lang gefürchteter Engel, der da fragt, ja oder nein. Du bist ein Meertier, das nur im Wasser seine Farben zeigt. Du bist schön, wenn man dich liebt. Und ich liebe dich. Es ist, als wussten beide, dass diese Begegnung passieren musste. Eine notwendige Beziehung. Zwei ganz unterschiedliche Geschöpfe, die einander brauchten. Über 300 dieser Dokumente sind erhalten. Doppelt so viele von Bachmann wie von Max Frisch. Wir haben es mit zwei Figuren zu tun, die einerseits über alle sprachlichen Möglichkeiten verfügen, die man sich wünschen kann, aber auch andererseits über alle psychologischen Möglichkeiten, die man sich wünschen kann. Und es sind Briefe, die auch in sehr vielen Fällen nicht schnell geschrieben sind, sondern sie machen eher den Eindruck, als sei hier ein ganzes schriftstellerisches Tagwerk eingegangen. Liebesbotschaften mit Kohledurchschlag. Es sind Briefe, die Literatur werden wollten. Wir erleben zwei ungewöhnliche Menschen, die wortreich nach Freiheit streben, in der Enge der frühen 60er Jahre. Unabhängig sein, aber doch irgendwo zu Hause. Gemeinsam wohnen? Ein großes Thema für beide. Ein Dilemma. Zwei Wohnsitze hatten sie als Paar. Eine Wohnung in einer Villa in Uetikon am Zürichsee. Und in Rom eine 6-Zimmer-Loge mit Dachterrasse. Nicht oft lebten sie zusammen an einem Ort, immer unterwegs. Und die klappernden Tasten im Zimmer nebenan zu hören, unerträglich. Sie fühlt sich ihm unterlegen, beziehungsweise sie fühlt sich von ihm in gewissem Sinne dominiert. Er versucht alles zu tun, sie nicht zu dominieren. Gleichzeitig leidet er auch an seiner Inferiorität, wie er das immer sagt. Unterhaltungsliteratur habe er produziert. Was mich erstaunt hat, auf Seiten mit Blick auf Max Frisch, ist die unglaubliche Selbstzweifel, die aus diesen Briefen sprechen und die auch nicht einfach kokettiert sind, sondern die wirklich offenbar da sind. Ich werde mir dafür, dass ich ohne Genie bin, voraussichtlich nicht mehr das Leben nehmen. Dafür habe ich es zu lange ausgehalten. Ist es das, was Human macht? Dieses Ausgehalten haben, das man doch nicht aushält, wenn es genannt wird vom anderen? Briefe werden das intime Medium der beiden, weil sie für ihre Arbeit die räumliche Distanz brauchen. Eine offene Beziehung gestehen sie sich zu. Erotische Freiheit ist erlaubt. Ernsthafte Gefährdungen sind meldepflichtig. Venedig-Vertrag heißt das. Durch die Briefe erscheint das Ende der Beziehung nun in neuem Licht. Neue Affären tauchen auf.
Bachmanns Verhältnis 1962 mit Paolo Chiarini, einem italienischen Germanisten. Für Ingeborg Bachmann war diese Beziehung gleichwertig wie die zu Max Frisch. Und Frisch bittet sie um eine Entscheidung mit zunehmender Verzweiflung. Hier lernt man ihn von einer anderen Seite kennen, bevor er Ingeborg Bachmann verließ. Also ich glaube wirklich, wenn man den Briefwechsel von A bis Z durchliest, dann bleibt eine gewisse Erschütterung zurück. Eine Erschütterung über die Rückhaltlosigkeit, mit der diese Liebe zu leben versucht wurde, und auch über die Verletzungen, die Verwundungen, wie Max Frisch einmal schreibt, die bei beiden zurückgeblieben sind. Zugrund gerichtet wache ich ruhig auf. Von Grund auf weiß ich jetzt. Und ich bin unverloren. Ingeborg Bachmann geriet nach der Trennung in eine Dauerkrise, eine schwere Depression. Max Frisch begann seine nächste Beziehung. Doch der Mythos, er habe ihr Intimstes ausgeweidet, er habe Bachmann in seinem Gantenbein-Roman verraten, diesen Mythos stützen die Briefe nicht. Im Gegenteil, Ingeborg Bachmann hat die Entstehung des Romans bis zum Schluss mitverfolgt. Einsam arbeitete sie die letzten Entwürfe durch, hoffend, Frisch dadurch wieder näher zu kommen. Lieber Max, ich kann nur wiederholen, dass ich das Buch für großartig halte. Du musst nicht fürchten um das Buch. Es ist wirklich ein Buch. Ingeborg. Der Briefwechsel erzählt von der Mechanik einer Liebe, die weit komplexer war als bisher angenommen. Es hat sich gelohnt, die Briefe endlich zu veröffentlichen. Denn sie sind nicht nur große Literatur, sondern auch ein beklemmendes Zeugnis der Enge und Zwänge ihrer Zeit.